Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Beim letzten Mal sind wir im Kloster der Feuermagier gewesen, wo wir eigentlich das Auge Innos an uns legen wollten. Allerdings wurde es bereits gestohlen, und zwar von dem Novizen Pedro, der angeblich zum Feind übergelaufen ist. Ja, und wir haben uns da natürlich aufgemacht und sind Pedro gefolgt, denn er hat, ob er es nun wollte oder nicht, eine Menge Spuren hinterlassen. Nämlich tote Novizen, denen sind wir gefolgt und sind inzwischen hier gelandet. Und da vorne sind jetzt zwei Typen und die sollen angeblich mit dem guten Pedro geredet haben. Na dann schauen wir doch mal, was die zu sagen haben. Hey, ihr. Hey, du. Was macht ihr hier? Was geht dich das an? Ja, ganz ruhig. Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Und ich kann mir leider schon denken, wer das ist. Ach ja? Wen denn? Dich. Na, das war ja klar. Na, dann kommt her, Freunde. Ich mach das. Da kriegst du gleich mal einen Blitz ab. Das könnte gefährlich werden, aber mit einem Blitzschlag könnte ich hier einiges ausrichten. Aber der Blitz müsste auch kommen. Elia, hilf mir. Ach. Gut, einer ist down, dann kriege ich den zweiten auch locker hin. Die sind ja nur zu zweit stark. Jetzt kämpft er von oben. Jetzt hat er natürlich die besseren Positionen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Meine Fresse, war das knapp. Eieieiei. Ich glaube, wird mal wieder Zeit. Alter, war das knapp. So knapp hätte ich das gar nicht erwartet. Ich dachte, es wird einfacher. Es wird mal wieder Zeit für einen Blutfliegenstachel. Ach, gut. Gut, aber jetzt weiter dem guten Pedro hinterher. Mann, seine Schergen waren stärker, als ich gedacht hätte. Ich dachte, die sind einfacher, muss ich ehrlich sagen. Jetzt war ich doch etwas überrascht über deren Stärke, aber der Blitz kam einfach nicht. Ohne Blitz haben wir auch keine Chance. Jetzt zieh doch mal die blöde Waffe, ey. Mach die komischen Mole Rats hier fertig. Ach, der lebt noch. Ich dachte, wir hauen sie mit einem Schlag um, aber nein, Mole Rats sind natürlich starke, fette Viecher. Naja. Also weiter dem Pedro hinterher. Gut, da vorne ist ein seltsames Licht. Na dann schauen wir doch mal, was sich da so befindet. Da geht's noch tiefer in den Wald quasi rein. Mir gefällt das überhaupt nicht, weil dort könnte hinter jeder Ecke, hinter jeder Fahne was lauern. Man kann nur ganz wenig sehen. Auf jeden Fall scheinen die Scavenger da wieder an irgendwas zu knabbern. Gucken wir doch mal, was das ist. Die hat's ziemlich hoch auseinandergeräumt. Und warum ich hoch sage, da vorne steht ein Suchender. So, und ihr, ach, ihr habt an dem toten Novizen geknabbert. Na gut. Und da vorne sind noch mehr Suchende. Oh, verdammt, wie viele sind das? Da stehen welche in dem Kreis, in diesem Steinkreis und scheinen irgendeine Art Ritual abzuhalten. Okay. Und dann sehe ich da noch ein Skelett, ein Goblin-Skelett rumtanzen. Gut, wie gehen wir vor? Ich würde sagen, wir erledigen zuerst die Suchenden, die hier außerhalb des Kreises stehen. Nehmen wir uns als erstes doch mal den da vor. Der steht gerade so in der Nähe. Du kommst zu spät. Wir haben das Auge Innos zerstört. Auf dass es seine Macht niemals zurückerlangen wird. Wir werden dir jetzt zeigen, was für sinnloses Unterfangen es doch war, den Meister herauszufordern. Oh verdammt, ihr habt das Auge zerstört, das ist schlecht. Na gut, wir können momentan nichts anderes machen, als einfach die Typen angreifen und hoffen, dass wir irgendwie das Auge noch retten können. Alter, warum hält die Blutfliege so viel aus? Die hält ja fast mehr aus als der komische Suchende. Ach, jetzt kommt ihr auch noch an. Jetzt kommt ihr ja alles an. Und das Goblin-Skelett stirbt natürlich sofort. Diese Suchenden. Okay, und dann der noch. Da liegt ja schon wieder ein toter Novize rum. Wie viele gibt's von denen? Jetzt stirbt doch. Aber wie gesagt, ich würde sagen, an die Suchenden da drin machen wir uns erst dran, wenn wir die außerhalb erledigt haben. Das, denke ich, ist wesentlich sicherer. Nicht, dass uns die von außen noch aus Versehen überraschen. Das wäre das Schönste dann noch. So, hier noch irgendwo einer. Sieht nicht so aus.
Okay. Schauen wir mal hier rum. Alter, hier ist mir viel zu dicht, das ganze Gestrüpp, muss ich sagen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da kann man die Feinde so schlecht ausmachen, aber den habe ich gesehen. Den holen wir uns jetzt. Na, mein Freund? Oh, da liegt eine Steintafel. Ich will mich auch gar nicht verstecken. Ich werde euch fertig machen. So, das war der. Und was ist denn das für eine Steintafel? Steintafel? Wo ist sie denn? Ach, da. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da. Lebensenergie. Das nehme ich immer. Auch wenn es nur 5 ist, aber das kann man immer gebrauchen. Und da vorne steht noch einer. Holen wir uns den noch, denke ich. Na komm her, Freundchen. Für den Meister. Okay, na wenn sonst nichts ist. Früher haben wir gesagt, für Gomez. Jetzt ist es also der Meister. Ah nein, da vorne ist noch ein Suchender. Und da steht auch noch ein Goblin-Skelett neben ihm. Das habe ich genau gesehen. Das Goblin-Skelett habe ich tanzen sehen. Das tanzt ja immer so hübsch. Kommst du? Ja, da kommt es. Na komm her. So, und dann holen wir uns noch diesen letzten Suchenden da. Und dann machen wir uns auf in den Kreis und hoffen, dass wir noch das Auge Innos retten können. Nein, euer Meister wird nämlich bald ebenfalls tot sein. Wobei, ich weiß ja nicht, wen du mit Meister meinst. Wenn du Belia meinst, den wird wahrscheinlich nicht töten können, aber wenn du mit den Drachen deinen Meister meinst, dann sage ich, die holen wir uns schon irgendwie. Und wenn wir das Auge Innos, ja, aus euren Klauen entreißen müssen und, ja, es irgendwie wieder, ihm irgendwie wieder zu Macht verhelfen müssen. Beziehungsweise es reparieren müssen, was auch immer ihr mit ihm angestellt habt. So. Bisschen was essen. Und zack, schnabulieren wir noch ein bisschen was so. Und dann bereiten wir uns auf den Kampf. Wir haben bisher zwar immer gut gegen Suchende ausgesehen. So viel ist zwar klar. Aber bisher haben wir auch immer nur gegen maximal einen gekämpft. Wir haben es noch nie mit mehreren versucht aufzunehmen. So, dieses ganze Kriegerset ist natürlich dagegen eher wirkungslos. Ich überlege gerade, hier mal ein bisschen mehr Magieschutz mit der Rüstung. Ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht sinnvoller ist. Was ist denn mit der Framerate los? Moment kurz. Wir sehen uns gleich wieder. So, wieder da. Hoffe, jetzt geht das mit der Framerate wieder halbwegs. Jawohl. So, meine Güte. Ich denke, wir legen Frankos Amulett auf jeden Fall an. Das gibt uns immerhin 40 Lebensenergie. Schauen wir mal weiter. Amulett. Oder wir nehmen das Amulett der Flammen. Das gibt uns Schutz vor Feuer. Und die benutzen ja Feuerzauber ganz eindeutig. Was haben wir noch? Wir haben Ring der Lebendigkeit. Das klingt gut. Und wir haben einen Flammenschutzring. Schutz vor Magie. Ich weiß nicht, nutzen sie Magie oder Feuer? Wer weiß das schon? Ich würde sagen, wir probieren es einfach. Chiranimo, ihr kriegt jetzt was ab, Freunde. Oha. Wir werden ja sehen, wer hier wen tötet. Hey, warum rennst du weg? Okay, das wird eng. Das wird arscheng. Und jetzt du noch. Komm schon. Du wirst sterben an meiner Klaue, Elias. Hui, das war knapp. Das war richtig gefährlich, ey. So, wir haben noch hier noch irgendwo so einen Heilzauber rumfliegen, oder? Das war's aber jetzt, glaube ich. Ich glaube, jetzt haben wir keinen Heilzauber mehr, oder? Nee, kein Heilzauber mehr. Schade. Müssen wir uns auf die altbekannte Art heilen. Gut, Moment, heilen wir uns erstmal. Und legen wieder das altbekannte Kriegerset an, weil ich denke, das waren erstmal die Suchenden soweit. Oder die meisten Suchenden zumindest auf einem Fleck. Erstmal sicher. Und jetzt schauen wir doch, ob hier irgendwo das Auge Innos nicht rumliegt.
Weil sie scheinen ja eine Art Ritual mit diesem durchgeführt zu haben. Und das heißt doch, dass das Auge Inners hier noch irgendwo sein muss. Ich esse weiter meine Heilkräuter erstmal. So, jetzt bin ich wieder fit. Und da ist es. Das Auge Inners. Na also, wir konnten es vor ihnen retten. Hoffen wir, dass sie es noch nicht geschafft haben, es zu zerstören, wie der eine Suchende ja gesagt hat. Sie wollten es ja eigentlich zerstören. Schauen wir es uns doch mal an. Das ist das falsche Auge. Wo ist das denn, das Auge Inners? Da. Die Fassung des Amuletts ist zerbrochen. Der Edelstein ist matt und kraftlos. Verdammt, das wird uns also momentan eher wenig bringen. Na gut, ich denke mal, wir machen uns auf den Weg zurück zum Kloster. Vielleicht wissen die ja, was zu tun ist. Wir werden das folgendermaßen machen. Ich werde mich jetzt nicht zurück teleportieren, sondern wir werden zurückgehen, denn da gibt es noch ein paar Sachen, die ich unterwegs erledigen müsste. Und hier haben wir auch Dragomirs Armbrust aufgehoben. Ihr wisst ja noch, der gute Mann, der wollte mal, dass wir seine Armbrust finden, die er irgendwo bei einem Steinkreis verloren hat. Tja. Haben wir die nebenbei auch noch gefunden? Gut. Also, auf zurück in Richtung... Kloster. Und dann mal hören, was die so von uns wollen. Beziehungsweise, was die für einen Rat für uns haben. Denn sie wissen ja, ohne das Auge Inners wird es schwer, gegen die Drachen zu kämpfen. Huh, aber dass wir diesen Kampf überlebt haben. Holla die Waldfee, das war ein harter Kampf. Aber das zeigt doch, wir können uns inzwischen auch mit mehreren Suchenden anlegen. Was ich persönlich schön finde. Na gut, sie haben noch nicht ihre mächtigen Zauber rausgeholt, aber... Naja, was soll's. So, ich würde sagen, wir reden als erstes mal mit dem Typen da vorne. Dem haben wir ja vorher nur nach dem Weg zu dem Novizen gefragt. Und ich denke mal, jetzt können wir ihn auch fragen, was er denn hier überhaupt macht. Hey, du. Wartest du auf jemanden? Jetzt nicht mehr. Nun bist du ja da. Ja, okay, aber warum ich? Warum ich? Du siehst kräftig aus. So einen Kerl kann ich jetzt gebrauchen. Okay. Was hast du vor? Ich will die Snapper da oben jagen, aber ich glaube, es sind zu viele für mich allein. Ah, okay. Du willst also, dass ich dir helfe. Na gut. Okay, ich helfe dir. Geh vor. Alles klar. Komm aber dem schwarzen Troll da hinten nicht zu nahe. Der reißt dich sonst in Stücke, klar? Oh, ein Und schwarzer wehe, Troll. Knallst. Ein schwarzer Troll ist natürlich klasse, den sollen wir ja noch besiegen. Wir haben da ja noch eine kleine Wette mit Raoul offen und ein Sonnenaloe soll es auch in der Nähe geben. So, das war's mit dir. Die ging ja einfach. Hey du, ich hab sie erledigt. Okay, hast du nichts zu sagen? Die Snapper sind tot. Hast du nichts zu sagen? Hm, na seltsam. Was soll's? Kannst du mir das Jagen beibringen? Na gut. Du warst mir zwar bisher keine große Hilfe, aber was? Ich will mal nicht so sein. Keine große Hilfe? Ich habe zwei dieser verdammten Snapper umgelegt. Wieso kann ich ihm das nicht sagen? Gibt's hier noch mehr von denen? Wo ist denn der Snapper? Hey, hier müssen doch irgendwo verdammt nochmal... Hä? Warum kann ich ihm nicht sagen, dass ich die Snapper erlegt habe? Ja, wer weiß. Ja, wer weiß. So, oh, super, Magie, das brauchen wir ja so unbedingt. Also du willst also nichts wissen von wegen, dass ich die Snapper für dich erledigt habe, oder wie? Warum darf ich dir das nicht sagen? Seltsam. Nun gut, dann schauen wir doch aber mal nach diesem schwarzen Troll, denn wir wissen, wir sollen einerseits natürlich nochmal so einen schwarzen Troll erlegen... Und zum anderen soll es bei schwarzen Trollen ja auch eine Sonnenaloe geben. Oh, Goblinbeere. Soll es bei schwarzen Trollen ja auch eine sogenannte Sonnenaloe geben. Ja, die wir Sagitta bringen wollen. Oh, wir haben sogar zwei. Wo habe ich denn die andere gefunden? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Hatte vielleicht irgendeinen Typ aus Versehen dabei. Manchmal haben so ein paar Personen Goblinbären dabei, Paladine vor allem. Oh, da ist ja die Sonnenaloe. Man erkennt sie an ihrem guten Geruch. Ah ja, okay. Ah, klar, vollkommen erkannt. So, und jetzt bist du dran, mein Freund. Du schwarzer Troll, du. Autsch, das war die dumme Taktik.
rum um ihn. Wir machen es wie bei den anderen Trollen. Ich habe jetzt glatt vergessen, wie man einen Troll gleich noch angreift. Meine Fresse, siehst du fett aus, du Vieh. Jetzt aber. Ja, hier ist es zu eng gerade. Wenn jetzt noch der Blitz mir hilft, dann geht das Ganze. Ah, das kann ja eine Weile dauern, merke ich gerade. Ich hatte gedacht, der hält nicht ganz so viel aus. Na, mit dem Blitz schaffen wir es vielleicht in weniger als einer Stunde. Ja, das geht. Ah, doch, das geht. Das kann man schaffen. Vor allem mit dem Blitz ist das Ganze ja kein großes Problem. Oh, jetzt drehst du dich auf einmal in die andere Richtung. Und jetzt wieder in die. Du willst mich ein bisschen ärgern, oder? Ja, aber das war's jetzt gleich mit dir. Troll geht zu Boden. Autsch. Das tat doch weh. Alter, siehst du hässlich aus. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Das Vieh sieht doch derbe hässlich aus. Uah. Naja. Gut, als Beweis nehmen wir mal dein Fell mit und schau mal, was du hier noch so hast. Da ist auf jeden Fall noch ein Ring. Keine Ahnung, was für ein Ring. Wir haben viel zu viele Ringe. Da sieht doch kein Mensch durch. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das für ein Ring ist. So, wir haben die Sonnenaloe, wir haben einen Kronstöckel, wir kriegen eine Folteraxt. Oh, nicht schlecht. Das heißt, wir können ja jetzt mal zurückgehen oder so zumindest so ein Ticken zurückgehen, dann auch zu Sagitta und zu Raoul und denen Bescheid sagen, dass wir es gemacht haben. Das machen wir alles noch. Ich denke mal, jetzt gehen wir hier mal links lang. Weil da haben wir auch noch nicht. Können wir auch noch mal gucken, was es da noch so gibt. Vielleicht gibt es da noch ein paar Monster, die ich erledigen kann. Denn ich brauche noch Level. Ne, ich brauche Level. So, schauen wir doch mal. Wenn ich dann von der Brücke runterkomme. Was läuft denn hier noch so rum? Ach Gott, Ratten. Ist ja nicht so, als wärt ihr sonderlich gefährlich. Das wart ihr. Nichts zu holen. So, weiter geht's. Snickers und weiter geht's. Noch ein Schrein. Vielleicht können wir ja an dem beten. Da ist auf jeden Fall noch eine Spruchrolle drauf. Ich wollte die Spruchrolle nehmen. Es ist eine Heilenspruchrolle. Ach, natürlich. Den haben sie sich auch gekrallt. So was Blödes aber auch. Na gut, wir wissen ja, wo noch ein Schrein ist. Da in der Nähe zum Eingang zum Kloster. Da ist ein Lurker. Den habe ich gerade gar nicht gesehen, ey. So, weiter geht's. Wir gehen jetzt erstmal, also, ob wir hier, vielleicht gucken wir uns hier mal noch genauer um. Aber momentan möchte ich doch erstmal zurück zum Kloster, weil wir müssen herausfinden, was wir mit dem... Ach Gott, diese Irrlichter. Ich mag sie ja nicht. Wo ist es? Hallo? Willst du mich verkackeiern? Geht doch. Meine Fresse. Jetzt ist aber erstmal wichtig, dass wir zurück zum Kloster kommen, denn wir müssen ja wissen, was wir gegen das oder für das Auge Innos tun können. Oh, Lebensenergie. Mehr Lebensenergie für mich. So, hier ging es ja lang. Hier ist ja jetzt zum Glück nichts mehr Großes. Wie gesagt, ich guck mal, vielleicht gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Kommt auch dementsprechend drauf an, wie schnell ich mit dem Leveln vorankomme. Dann gucken wir uns hier vielleicht nochmal um und holen uns ein bisschen noch so ein paar kleine Secrets. Aber an sich, habe ich ja gesagt, möchte ich nicht unbedingt alle Secrets zeigen. Denn die könnt ihr euch, wie gesagt, selbst suchen. Wenn ihr das Spiel selbst kauft, dann, wie gesagt, es gibt wesentlich mehr noch zu entdecken, als ich hier zeigen werde. Zumindest habe ich das vor. Kann natürlich passieren, dass ich jetzt aus Versehen doch eine ganze Menge zeigen werde. Einfach aus dem Grund, weil ich... Naja, ich zeige ja doch eine ganze Menge aus dem Grund, weil ich eben auch ein paar Level brauche. Ich kann ja schlecht ungelevelt das ganze Spiel durchspielen. Aber es gibt noch deutlich mehr zu entdecken und das könnt ihr alles auch entdecken. Aber wie gesagt, das Spiel kostet nicht viel. Es läuft auch gerade noch auf Windows 7. Es ist nicht immer, es läuft nicht immer ganz glatt. Aber an sich geht es. So, jetzt sind wir hier bei den Wassermagiern schon wieder vorbei. Da vorne ist die Brücke. Aber ich würde sagen, wie wir weiter zum Kloster zurückkehren, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 2. Die Nacht des Raben. Bis dahin. Ciao.